In meiner Ausbildung Elektroniker für Geräte und Systeme war ich zuerst in der Lehrwerkstatt, um die Grundlagen der Mechanik zu erlernen. Das benötige ich für Gehäuse und Befestigungen elektronischer Komponenten. Anschließend liegt der Fokus auf der Elektronik und der Digitaltechnik. Auch die Mikrocontrollertechnik und das Programmieren sind wichtige Aspekte meiner Ausbildung. Meine Ausbilder legen sehr viel Wert darauf, dass ich im Produktentstehungsprozess mitwirke. Hierzu unterstütze ich aktiv die Entwickler bei ihren Untersuchungen. Ich erstelle Messungen und bringe mich mit eigenen Ideen ein.